Bismillah, Alhamdulillah, wassalat wassalam ala Rasulillah. Liebe Geschwister, machen wir mit der Sira weiter. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über der Anfang der Auswanderung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir waren so weit, dass wir gesprochen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam erlaubt hat, auszuwandern. Weil die Muslime sind nach und nach ausgewandert. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam als Führer der Muslime und als Vorbild und als Prophet und als Gesandter, er geht natürlich allen Menschen mit allem Guten voraus. Das heißt, er beharrt und verharrt am längsten in Mekka und als Vorbild zu fungieren und zu zeigen, dass er die meiste Geduld hat. Und das Wichtigste ist, er bewegt sich nur, wenn Allah ihm erlaubt. Allah sagt ihm, du bleibst in Mekka, er bleibt. Allah sagt ihm, jetzt darfst du gehen, dann geht er. Vorher darf er nicht gehen. Vorher durfte er nicht gehen, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben beim letzten Mal kurz zwei Überlieferungen das erwähnt. Und zwar eine wird erzählt, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu im Bett des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschlafen hat, damit die Leute denken, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zu Hause. In Wirklichkeit war er schon losgereist in Richtung Mekka. Das Problem an dieser Überlieferung ist, unabhängig davon, dass die Überlieferungskette fragwürdig ist, dass, warum sage ich, das ist nicht so entscheidend, weil bei Sira viele Gelehrte also sehen die Sache nicht so eng, gerade wenn es um Geschichten geht, die nichts zu tun haben mit Halal und Haram. Ja? Aber ein weiteres Problem bei der Geschichte ist, dass Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu in dieser Erzählung zum Haus vom Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt und ihn ruft und dann antwortet ihm Ali und sagt ihm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist schon in Richtung eines Brunnens namens Maimun losgelaufen. Das Problem an der Geschichte ist, es widerspricht der Überlieferung bei Sahih Bukhari. Weil in Sahih Bukhari heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das haben wir auch, was mich richtig im Sinne schon erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam normalerweise morgens und abends jeden Tag zweimal vorbeigegangen ist. Und an dem Tag, wo sie ausgewandert sind, ist er zu ihnen mittags gekommen, maskiert. Maskiert hat sich offensichtlich entweder eine Maske angehabt oder einen Helm oder ein Tuch gebunden, das man ihn nicht erkennt. Und zur Mittagszeit, genau zur Mittagszeit, zur heißen Zeit, wo die Leute wieder nach Hause gehen. Also die Leute nicht auf dem Markt aufhalten. Deswegen findet ihr auch noch heutzutage auf der arabischen Halbinsel, es ist so, dass zumindest im heutigen Saudi-Arabien, dass viele Geschäfte, sie öffnen morgens bis Dhuhr, bis zur Mittagszeit. Und dann von Mittagszeit bis Asr, bis ungefähr 5 Uhr, machen sie zu, ihren Laden dicht. Weil es viel zu heiß ist da draußen. Keiner hat Lust in der prallen Sonne. Und wenn sich sowieso alle Menschen geeinigt haben, dass es morgens und abends die Geschäfte offen sind, dann ist es eine Sache, die einfach so ist. Und der Prophet ﷺ in dieser Überlieferung in Sahih Bukhari, Abu Bakr kommt zum Propheten, der Prophet ﷺ kommt zu Abu Bakr, radiallahu anhu, und sie starten von dort aus. Das ist die Bedeutung der Überlieferung. Sie starten von dort aus. Und das, wie gesagt, widerspricht dieser anderen Erzählung. Deswegen ist sie also in dieser Hinsicht zweifelhaft. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hat sein gesamtes Vermögen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Verfügung gestellt. Und das weist darauf hin, dass Abu Bakr nicht nur einmal sein gesamtes Vermögen hergegeben hat, sondern für ihn das war ein leichtes. Er hat das einmal gemacht, zweimal gemacht. Und Allah weiß, wie oft das gemacht hat. Ich meine, das ist ja nur das, was uns überliefert ist. Ja? Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, man hat einmal Sadaqa gegeben, und man ist nicht arm geworden. Also dann macht man ein zweites Mal, probiert man, guckt man, nicht arm geworden. Drittes Mal, nicht arm geworden. Dann weiß man, irgendwann hat man das Gesetz verstanden. Man wird durch Sadaqa nicht arm. Ja? Das kann man durchprobieren oder indem man es einfach glaubt. Eins von beiden kann man machen. Abu Bakr radiallahu anhu hat sein Vermögen, man sagt, eine Belieferung heißt es, 6.000 oder 5.000, also 5.000 bis 6.000 Dirham waren. Dirham sind Silbermünzen. 5.000 bis 6.000 Silbermünzen hatte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei seiner Auswanderung zur Verfügung gestellt, dass er damit entscheiden soll, was damit geschehen soll. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Auf ihrem Weg sind sie in dem Höhle Hira
haben sie dort sich aufgehalten, und zwar 3 Nächte lang. Und deswegen habe ich gesagt, wenn die Reise ungefähr 10 Tage normalerweise dauert, plus die 3 Tage, dann sind sie mindestens, Al-Hakim sagte, das ist fast, also mehr oder weniger unter Übereinkunft, ist der Prophet an einem Montag los und einen Montag zurück, also ist er mindestens 2 Wochen unterwegs gewesen, möge Allah mit ihm und dem Propheten auch an ihm zufrieden sein. Dann ist in dieser Höhle, sind ihm die Götzendiener, sind dem Propheten und Abu Bakr radiallahu anhu hinterher. Und sie haben an ihren Spuren ihn verfolgt. Und sie konnten die beiden verfolgen bis zur Höhle, wo sie sich tatsächlich aufgehalten haben. Ja? Und dann ist darin das geschehen, liebe Geschwister, auch ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar, wenn du in dieser Höhle bist, du siehst, wenn Leute vorbeikommen, laufen, du siehst ihre Füße, du siehst ihre Schritte davon. Und so nahe waren sie an ihnen dran. Aber trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala sie abgelenkt und das dafür gesorgt, dass sie nicht auf die Idee kommen, einmal nach unten zu gucken, und sie hätten sie schon gesehen. Und deswegen sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, in diesem Moment sagte er, Ya Nabi Allah, O Prophet Allahs, لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا. Hätte einer von ihnen seinen Blick nur gesenkt, er hätte uns schon gesehen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Uskut, ja Abu Bakr, sei ruhig. Was denkst du über 2 Leute, deren Dritter Allah ist? Was meinst du? Denkst du, Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie im Stich? Niemals. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn ein Mensch Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und dann mit ihm verbunden ist, jedes Mal verbunden ist und immer sich Sorgen macht, was denkt Allah über ihn? Wie verfährt Allah mit ihm? Was wird Allah mit ihm machen? Ist Allah mit ihm zufrieden? Ist Allah mit ihm nicht zufrieden? Und wenn du dir sicher bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seiner Religion zum Sieg verhelfen wird, du bist dir sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir ebenfalls helfen wird. Wie? Mit Dingen, mit denen du niemals gerechnet hast. Ich meine, die Leute verfolgen ihn von Mekka bis zu dem Berg, kilometerlang. Und dann kommt es auf nur einmal Blicken an und sie schaffen es nicht. Ja? Das ist, liebe Geschwister, und guck mal, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie er beruhigt den Herzens gesagt hat, was denkst du über 2 Leute, deren Dritter Allah ist? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er mit dir ist, du brauchst niemanden, der mit dir ist. Wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala hinter dir steht, dann brauchst du nicht die Zufriedenheit von irgendjemand anders. Und deswegen ist es falsch, dass manche Menschen die Zufriedenheit von Menschen ersuchen. Auf Kosten der Zufriedenheit Allahs. Denn wenn du das machst, dann wird Allah mit dir zornig sein und er wird dafür sorgen, dass die Menschen ebenfalls mit dir zornig sind. Aber wenn dir alle anderen Menschen vollkommen gleichgültig sind und es dir nur darauf ankommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist, dann wird Allah mit dir zufrieden sein und er wird dafür sorgen, dass die Menschen auch mit dir zufrieden sind. Und das ist die Belohnung, die man bekommt für den Ikhlas. Ikhlas bedeutet ja nichts anderes, als dass sich nur Allah interessiert und sonst interessiert dich niemand. Weder in deinem Gebet, noch in deinem Fasten, noch in deinem, egal welche Ibadah du machst, egal in deinem ganzen Leben, wie dich interessiert, was Allah subhanahu wa ta'ala, du bist wie ein, nicht wie, sondern du bist ein wirklicher Diener Allahs im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen haben wir gesagt, der Begriff Diener und der Begriff Sklave, das sind keine negativen Begriffe, sondern das sind Begriffe, je nachdem, wie sie gemacht werden. Bist du ein Sklave deiner eigenen Lust, deiner eigenen Begierde, deiner eigenen Wille, deiner eigenen Seele? Das ist schlecht, weil die Seele ruft zu Schlechtem auf, wie Allah uns im Koran gelehrt hat. Bist du ein Sklave und ein Diener Allahs, subhanahu wa ta'ala, Allah verlangt von dir nur das Beste. Und du wirst nur das Beste tun und du wirst ein rechtschaffender Mensch sein. Diese Situation hat uns Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Quran al-Karim aufgenommen und dort gesagt, subhanahu wa ta'ala, im Vers 40 in Surat al-Tawbah, illa tansuruh, wenn ihr ihm nicht helft, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von 2 vertrieben. Der 2. ist, Abu Bakr. Als vertrieben,
Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nicht freiwillig aus Makkah raus. Er hat auch gesagt, im Hadith sagt er, hat er sich nach Makkah gewandt und gesagt, du bist diejenige Stadt, die mir am allerliebsten ist von allen Städten. Und hätte deine Bewohner mich nicht vertrieben, hätten deine Bewohner mich nicht vertrieben, dann wäre ich niemals rausgegangen aus Makkah. Und das beweist, dass, was die meisten Gelehrten sagen, dass Makkah ist wertvoller als Medina. Makkah ist segensreicher als Medina. Makkah ist die Mutter der Städte und die edelste und heiligste Stadt, die es auf dieser Welt gibt. Allah sagte, als die Ungläubigen waren, ihn als einen von zweien vertrieben, als sie beide in der Höhle waren, und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss, Allah ist mit uns. Ja? Manche Gelehrte sagen, diese Aussage hat zweifellos der Prophet auch gemacht. Das haben wir ja gerade gelesen. Hab keine Angst, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Aber dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab. Wer ist damit gemeint? Manche Gelehrte Tafsir sagen, damit ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemeint. Und manche sagen, nein, damit ist Abu Bakr gemeint. Ja? Und die Überlieferung, die Sache kann man natürlich noch genau untersuchen. Ja? Habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Aber die Überlieferung, die wir hier kennen vom Propheten, dass er zu Abu Bakr gesagt hat, sei ruhig, was hältst du von zwei Leuten, deren Dritter Allah ist? Diese Überlieferung weist darauf hin, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beruhigten Herzens war. Und dass er keine Sorgen hat. Und dass er kein Problem hatte. Und dass er keine Gedanken sich gemacht, keinen Kummer hatte. Das heißt, wer ist derjenige, der die Ruhe von Allah subhanahu wa ta'ala braucht? Ist Abu Bakr. Weil er hat gesagt, oh Gesandter Allahs, wenn jemand seinen Kopf senken würde, er würde uns schon sehen. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Herrscharen, die er nicht sah. Allah hat ihnen beiden geholfen auf eine Art und Weise mit Geschöpfen von Allah, die keiner gesehen hat. Allahu a'lam, was damit gemeint ist. Ja? Und das, wie ich gesagt habe, benutzen manche Gelehrte als Argument, um zusätzlich, das heißt neben der Unauthentizität, zusätzlich noch zu bestätigen, dass diese Geschichte mit der Spinne und diesem Vogelnest nicht authentisch ist. Wallahu a'lam. Und er erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. Die Quraysh meine ich damit, die Herrscharen, die Führer, die Herrscher von Makkah und Umgebung, nachdem sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erwischt haben auf dieser Reise, haben sie eine hohe Belohnung ausgesetzt. Und sie haben gesagt, wer den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu uns bringt, tot oder lebendig, der kriegt so und so viel Belohnung, Belohnung ausgesetzt. Also war es, wenn ich richtig entsinne, eine Herde voller Kamele. Also wie das heute, wie jemand sagen würde, 100.000 oder 1 Million Euro kriegst du, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam entweder tot oder lebendig zu uns bringst. Der Prophet alaihi salatu wasallam, Abu Bakr, sie haben also gemerkt, dass diese Götzendiener ihnen auf den Fersen sind. Und deswegen sagte Abu Bakr, dass sie danach nachts losgereist sind. Nachts. Warum nachts? Also nachts hier ist, wallahu a'lam, gemeint, ab dem Zeitpunkt nach dem Ereignis in der Höhle. Weil vorher, haben wir ja schon erfahren, die sind zur Mittagszeit, zur prallen Mittagssonne sind sie losgezogen. Und hier ist offensichtlich gemeint, dass sie, wallahu a'lam, ab dem Zeitpunkt immer nachts losgereist sind, dass keiner sie also sehen kann. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat durch Allahs Erlaubnis viele Wunder bewirkt. Und eines dieser Wunder ist in diesem Fall wieder, dass er bei einer Person, und zwar die heißt Ma'bad, vorbeigekommen ist. Und sie wollten von ihr etwas zu trinken haben. Und zwar Milch zu trinken haben. Und dann sagten sie, dann hat sie sich entschuldigt und gesagt, tut mir leid, wir haben leider keine Milch, weil die sind alle krank und weiß nicht was. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines dieser Schafe genommen
und dann die Euter dieses Schafes nur berührt oder darüber gestrichen und hat Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten und daraufhin hat dieses Tier Milch gehabt. Und das ist ein Wunder, das mehr als einmal geschehen ist. Ihr könnt euch noch erinnern, Geschichte von dem Propheten mit Ibn Mas'ud. Der Prophet a.s.w. hat dann davon getrunken und alle Anwesenden haben davon getrunken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Ereignis, liebe Geschwister, wie auch alle anderen Propheten, gemacht mit der Erlaubnis Allahs. Kein Mensch, kein Prophet und kein Gesandter kann ein Wunder bewirken, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt es ihn. Und auch bei den Christen, subhanallah, Isa alaihi salatu wasalam hat Wunder bewirkt. Daran glauben die Muslime und die Christen. Aber wer hat die Erlaubnis gegeben? Allah. Und er sagte sogar, subhanallah, bei den Christen ist das ein Argument, dass sie glauben, dass Jesus göttlich ist. In Wirklichkeit, liebe Geschwister, sagte Jesus sogar selbst in der heutigen verfälschten Bibel, sagte er, ich tue nichts von mir selbst aus. Das heißt, ich tue nichts von mir selbst, sondern so wie mein Herr mir sagt, so tue ich. Ja? Und deswegen auch Isa a.s., wenn die Christen ihre Bibel lesen, dann sehen sie, dass Jesus a.s. ein Mensch war und dass er Wunder bewirkt hat, allerdings mit Allahs Erlaubnis, genauso wie Moses seinen Stock geworfen hat und wurde zu einer Schlange, mit Allahs Erlaubnis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nutzt jede Angelegenheit, um Da'wah zu machen. Jede Angelegenheit. Auch diese Angelegenheit mit dem Wunder. Da sagte einer von denen die Schafen gehörte, sagte, bist du derjenige, der von dem die Leute sagen, der ist von der Religion seiner Vorväter abgefallen? Also er sagt, bist du einer von denen, der seine Religion verlassen hat? Und dann sagte er, der Prophet sagt, ja, die Leute sagen das. Ja, die Leute sagen das. Und dann sagte der Mann, ich bezeuge, dass das, womit du entsandt worden bist, die Wahrheit ist. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, der Mann sagte zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, soll ich dir folgen? Damit ist gemeint, soll ich jetzt mit dir gehen, egal wo du hingehst? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, nein, erst wenn du erfährst, dass wir siegreich gewesen sind. Das heißt, wenn du merkst, dass der Islam sich ausbreitet, dann kommst du mit uns zu. Aber jetzt, wenn wir sind zwei, jetzt kommt ein Dritter, das fällt nur noch mehr auf. Das bringt uns jetzt gar nichts. Und dann ist er eben später gefolgt. An dieser Stelle noch kurz den Adhan. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, surat wa sallallahu. Jetzt wollen wir uns eine folgende Erzählung an von Suraqa ibn Malik radiallahu ta'ala. Suraqa ibn Malik zu diesem Zeitpunkt war kein Muslim. Schaut euch an, was er uns erzählt über folgendes Ereignis. Und zwar, er sagte, als der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam von Mekka ausgewandert ist nach Medina, haben die Leute von Quraysh 100 Kamele ausgesetzt für denjenigen, der ihn zurückbringt. Ich sage, tot oder lebendig, 100 Kamele gibt es dafür. Und ein Kamel, liebe Christen, ihr wisst, das sind also, das heißt, mindestens kann Preise erwarten von über 1000 Euro. Von über 1000 Euro. Je nachdem, nicht noch mehr, noch viel mehr. Dann sagte er, als ich eines Tages saß unter meinen Leuten, das heißt unter den Quraysh-Leuten, kam jemand und stellte sich hin und sagte, bei Allah, ich habe soeben drei Leute gesehen, eine Gruppe von drei Menschen gesehen, die an mir vorbeigelaufen sind. Ich denke, das ist Muhammad und seine Leute. Natürlich, er meint offensichtlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu und der Wegweiser. Wir haben gesagt, es gibt einen Wegweiser, der ihm den Weg gezeigt hat. Suraqa sagte, ich habe dann ihm mit dem Auge gezwinkert und ein Zeichen gegeben, sei ruhig. Erzähl nichts. Warum? Weil er will die 100 Kamele haben. Wenn das jeder erzählt, dann gelaufen zu 50 los und dann hat er nichts davon. Er sagt ihm, sei ruhig. Also, dann hat der Mann, ist dann ruhig gewesen, hat das dann seine Botschaft so verstanden. Und dann hat er Suraqa selbst gesagt, ach, das sind nur die Leute von dem Stamm so und so, die haben ein Schaf oder ein Kamel verloren und die suchen das gerade.
Und dann sagte der Mann, ja, kann sein, du hast recht. Also die haben dann sozusagen mitgespielt. Dann ist er ein bisschen sitzen geblieben, der Suraqa. Und nach einer Zeit ist er aufgestanden und ist in sein Haus gegangen und hat dann sein Pferd geholt und hat seine Pfeile eingepackt, seine Waffen, und hat sich draufgesetzt und ist losgeritten und ist diesen Leuten hinterher. Und tatsächlich, es war Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es war Abu Bakr und der Wegweiser. Jedes Mal, wenn Suraqa den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr angreifen wollte, ist das Pferd geritten und gestolpert. Und er ist vom Pferd gefallen. Das hat er einmal gemacht. Er ist darauf gestiegen, kann ja einmal passieren, auch dem besten Reiter. Aber er war ja kein unerfahrener Reiter. Dann ist er ein zweites Mal aufgestiegen. Losgeritten, gestolpert sein Pferd. Und runtergefallen. Also das kann doch nicht sein. Dann ist er wieder auf seinem Pferd. Und hat wieder seine Pfeile genommen. Und wollte näher reiten, um ihn zu treffen. Und wieder sein Pferd stolpert. Und wie es auch in einer Überlieferung heißt, die Beine des Pferdes sind in den Sand versunken. In den Sand versunken und er ist vom Pferd gefallen. Dann sagt er, فَعَرَفْتُ حِينَ رَأَيْتُ أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ مِنِّي. Das heißt, in diesem Moment habe ich gewusst, da ist irgendetwas, was mich von ihm abhält. Und ich habe gewusst, dass er gegen mich siegen wird. Ich werde nicht gegen ihn vorkommen können. Dann habe ich die Leute gerufen, die drei, und habe zu ihnen gesagt, hört zu, ich bin Suraqa. Gebt mir ein bisschen Zeit. Wartet auf mich kurz. Ich möchte euch sprechen. Denn bei Allah, ich schwöre, ich möchte euch nichts antun. Weil er hat schon gemerkt, dreimal, das ist nicht normal. Dann sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann zu Abu Bakr, natürlich, das wusste er später, hat er die Geschichte natürlich nochmal, kann er mit ihm zusammensetzen, das hören. Abu Bakr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Bakr, frag ihn, was er will. Dann hat Abu Bakr ihn gefragt, was willst du? Dann sagte er, Schreibt mir bitte etwas auf, das soll ein Zeichen zwischen uns und euch sein. Das soll ein Beweis sein, ein Zeichen sein zwischen uns und euch, damit ich sicher bin und damit ich euch in Ruhe lasse. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schreib Abu Bakr, schreib auf. Dann hat er ein Stück Knochen genommen oder ein Stück aus Ton oder was auch immer und hat darauf zwei Worte geschrieben und hat es ihm zugeworfen. Daraufhin ist Suraqa zurückgekehrt und hat den Leuten nichts erzählt von dem, was geschehen war. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufschreiben lassen? Und zwar, wie es in einer Überlieferung bei Sahih Bukhari heißt, Akhfi anna, heißt, halte alles über uns geheim. Warum hat der Suraqa das dann gemacht? Warum? Weil er gewusst hat, dass dieser Mensch Dua gemacht hat gegen ihn. Und tatsächlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gesprochen, dass sein Pferd tatsächlich stolpert und in den Sand versinkt. Das heißt, er konnte nichts machen. Er hat es einmal, zweimal, dreimal gemacht. Der beste Reiter stolpert nicht dreimal. Und nicht das Pferd. Okay? Aber er hat Dua gegen ihn, ein Gebetgebet gegen ihn gesprochen. Deswegen wusste Suraqa, er muss mit ihm kooperieren, sonst ist er der Verlierer. Deswegen hat er dann alles geheim gehalten diesbezüglich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, ist immer auf Nummer sicher gegangen. Und auch Abu Bakr. Das heißt, immer wenn sie unterwegs Leute getroffen haben, haben sie aufgepasst, was sie den Leuten sagen. Und das gehört auch, weil manche Leute denken, Gottvertrauen bedeutet, ich vertraue auf Gott, dass Gott wird alles machen für mich, ohne dass ich was dafür tue. Nein. Gottvertrauen bedeutet, dass du nach dem Koran und der Sunna lebst, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Gutes geben. Das ist Gottvertrauen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zum Beispiel unterwegs jemanden getroffen. Und dann haben sie ihn gefragt, woher kommst du? Wenn der Prophet jetzt sagen würde, ich komme aus Quraysh, die ganze Gegend weiß, da ist jemand, der ist am Abhauen und da gibt es eine Belohnung, die ausgesetzt worden ist. Dann hat er gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Abu Bakr zufrieden sein und Allah segne den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, und das ist eben der entscheidende Punkt, ma. Das Wort ma auf Arabisch hat zwei Bedeutungen.
Entweder, also entweder heißt dieser Satz Ana min Ma, heißt ich komme aus Ma, Ma ist eine Ortschaft, kann aber auch bedeuten Ana min Ma, ich bin aus Wasser erschaffen. Ich komme aus Wasser, heißt es, also ich bin aus Wasser erschaffen. Ja? Und der Prophet meinte die zweite Bedeutung, aber der andere hat die erste verstanden. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gelogen, sondern hat etwas Zweideutiges gesagt, damit er nicht lügen braucht und damit er sozusagen sicher ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Als die Leute aus Medina erfahren haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam losgezogen ist und er unterwegs ist in Richtung Medina, haben die Leute auf ihn jeden Tag gewartet. Jeden Tag sind sie hinausgegangen, in der Hoffnung, dass sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam treffen. Viele von ihnen haben ihn niemals gesehen in ihrem Leben. Sie haben geglaubt, dass er der Gesandte Allahs ist und sie erwarten jetzt ein paar Leute, die kommen und dass der Gesandte Allahs ist. An diesem Moment machen wir Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.